ist ein echter Leckerbissen. Aber kennen Sie schon die südlichsten Zipfel des fränkischen Faschings? Lassen Sie sich schmecken. Und macht's auf, komm rein. Ich komm ja schon, aber was soll ich so machen? Was ist los? Du hast gesagt, mach zu und ich frag dich, was ich zumachen soll. Hey, das sagt man halt so, dass du wegen schickst, wenn du schon was, dass du so langsam bist. Ja, da soll doch einer sagen, Fränkisch wäre einfach. Jetzt komm, geh zu und stell dich nicht so an. Halt, stopp, stopp. Komm, geh zu und stell dich nicht so an. Also soll ich jetzt kommen, zu gehen und wo soll ich mich nicht anstellen? Du tust gerade so, als würde ich Chinesisch mit dir reden. Oha. Du, die fränkische Sprache, also sofern man überhaupt von Sprache reden kann, kommt wahrscheinlich sogar aus dem Chinesischen. Oder was würdest du zu diesem wunderschönen fränkischen Satz sagen? Es war feier weng, arch eng, drum habe ich ja weng, weng gesehen. Was jetzt hörst mit einem Geschmarrer auf, das will doch keiner hören. Ja, ja, ist ja gut. Was ist denn eigentlich los? Es ist Fasching, Herr Zipfel. Ah, bei Zipfel fällt mir ein. Hast du schon gehört, dass die jetzt in der Oberpfalz die Eisfähnler vom Schöller verboten haben? Was? Ja, die haben bei der letzten Bundestagswahl 15% gekriegt. Dein Schmarr. Warst du schon mal in der Oberpfalz? Ja, freilich. Ganz hinten in der Oberpfalz, ganz, ganz hinten, wo es noch keine Häuser haben. Das ist schön. Nein, es war ein Spaß, die haben vorne auch keine. Ah. Was, du brauchst dich nicht wundern, dass die Arbeit schlagen. Und jetzt spielen wir unser Lied. Hast du ein Schlagzeug dabei? Das ist eine original fränkische Ziehharmonika. Aha, dann hau einmal rein. Okay. Geh alte, pack dein Faschingsgewand. Wir gängen heut am Ball miteinander. Ja, geh alte, pack dein Kraffelzand. Wir kommen in der früheren Stand. Ja, rucki zucki gaudi, Wurm und Dschungel. Ja, Luftballon, Konfetti und in der Bar ein wenig bunkeln. Geh alte, pack dein Faschingsband. Wir gängen heut am Ball miteinander. Hey, 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 am Ball miteinander. Oh yeah! Dankeschön, Arthur Rosenbauer und Thomas Hauser. Ja, Thomas, noch einmal der Name, die südlichsten Faschingszipfel Frankens. Wie sind denn auf den gekommen? Naja, Weißenburg ist ja nun mal der südlichste Zipfel Frankens. Ich komme aus Weißenburg, genau, das müssen wir dazu sagen natürlich. Und deswegen die südlichsten Zipfel.